jetzt nochmal hier Szenenwechsel. Ich bin jetzt gerade hier auf dem Boot. Ich stand fast Kombo hier geholt. Das ist jetzt hier die Shimano SLX DC mit 016er Eyebrade und dann die Zec All Black Cast. Recht viel Schnur ausgegeben. Ich kann vielleicht mir auch die Route so hier drunter klemmen. Das ist vielleicht besser. Dann so schleppen, dann sehe ich nämlich auch hier einen Biss. Bekomme das dann direkt mit. Und ja, ich habe mir jetzt einen Wobbler ran gemacht, der eine ziemlich hohe Lauftiefe hat. Das ist also ziemlich geil. Der macht auch echt ordentlich Druck hier. Schleppe ich jetzt so in 20 Meter Entfernung hinter mir her. Und fahre ich mal hier über den See rüber. Ja, hinten gibt es jetzt Bereiche, da gibt es Kanten, da fällt das Wasser, ich glaube, von irgendwie 5 auf 30 Meter Wassertiefe ab. Und das ist also ein recht vielversprechender Spot. Da fahre ich jetzt hin und dann schauen wir mal, ob wir hier hoffentlich ein bisschen Action kriegen. Da könnte was dran sein, oder Kraut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das nicht weiß, aber natürlich. Wenn man vom Boot aus fischen kann, ist da was dran oder so. Das schaut eher aus wie Kraut, das zieht gar nicht wirklich. Ah, ist echt geil hier. Ich fische jetzt zum ersten Mal hier mit der neuen Kombo, hier mit der Bandpool. Das macht richtig Spaß. Oh. Das ist einfach nur der Wobbler hier, der so krass Druck macht. Ja! Ein Saibling! Ja! Geil! Geil! Das ist ein Bachsaibling, mein erster Bachsaibling! Direkt beim Schleppen. Ich schlepp seit 10 Minuten, es hat einfach geklappt. Geil, 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 geil. Schaut ihn euch an. Geil! Ja! So, jetzt holen wir ihn erstmal rein. Ja! Schaut euch die. So, da ist er drin. Richtig geiler, richtig, richtig geiler Saibling. Wunderschön gefärbt, super geil. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mastix euch den jetzt freilassen soll. Ich glaube, ich gucke nochmal gleich, ob ich es irgendwie messen kann. Das ist geil. Ach, das ist herrlich. Wir haben hier die Zugspitze, geile Landschaft. Und jetzt habe ich mir hier wieder den Wobbler direkt rausgeworfen. Ach, ich habe es leider verkackt, den Knopf zu aktivieren. Ich habe den Release, den Fisch. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob der jetzt 30 cm schon was hatte. Und habe ihn dann unter Wasser freigelassen. Das wollte ich eigentlich aufnehmen, aber das mache ich jetzt beim nächsten Fisch auf jeden Fall. So, und jetzt schleppe ich halt hier hinten so eine Art Mini-Steininsel. Das ist Steinböse. Das ist, da schleppe ich jetzt rum. Schleppe ich hier, da gibt es ja nicht richtig für Kanten, die schleppe ich jetzt erstmal ab. Ja, den Biss hat man hier auch eigentlich vorhin ganz gut gesehen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. So, jetzt fahre ich hier mal eine Kurve. Ich bin im Prinzip hier einen großen, einen weiten Halbkreis gefahren. Hier um diese Steininsel, rund um Steinhöhl. Und probiere jetzt wieder hier einmal rumzufahren, das Gebiet, wo ich den Saibling davor gefangen habe. Wer weiß, vielleicht ist da ja ein Schwarm. Dann fahre ich da nochmal hin und gucke mal, ob da was geht. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig beim Schleppen, wenn man hinten mit dem Wobbler auf Distanz ist. Ich habe jetzt den Wobbler hier sicher 40 Meter auf Distanz dran. Damit halt dann die Kurven zu fahren, weil das halt auslenkt, aber das bekomme ich, denke ich, auch hin. Es ist auf jeden Fall richtig geil hier, das Schleppen. Das macht richtig Spaß. Geiler wäre es jetzt noch, wenn man hier mit mehreren Routen noch fischen dürfte. Aber man darf halt mit einer Route fischen. Das mache ich vielleicht noch mit ein paar Kollegen, ich bin ja nicht allein hier. Richtig, richtig geil. Direkt ein Saibling am ersten Tag. Ist auf jeden Fall schon mal eine nice Sache. Oh Mist, ich hatte einfach gerade einen guten Hecht dran, aber er hat mir einfach hier den Vorfuß durchgebissen. Ach, Mensch, Mist. Es war nämlich so, ich hatte zwar, glaube ich, gerade einen Biss hier beim Einholen, hat einen richtig, richtig, richtig guten Biss gehabt, aber es hat, tja, schade. Schade um den Fisch und um den schönen Wobbler. Jetzt hole ich mir hier
aus der Kiste einen anderen Köder. Vielleicht mache ich mir als nächstes mal hier so einen Jigspinner oder einen Blinkerwurm. Ich bin noch nicht ganz sicher. Der Wobbler von eben war natürlich schon super und den hätte ich jetzt gern weiter gefischt. Mist. Naja, okay. Schauen wir mal weiter. So, jetzt habe ich mir hier so einen ähnlichen kleinen Wobbler ran gemacht. Etwas kleiner. Einzelhaken. Der kommt jetzt gleich raus. So, jetzt bin ich. Ich bin jetzt hier am Strand. Ja, halt jetzt keine Aktion mehr, aber ist auf jeden Fall richtig geil hier das Schleppen. Funktioniert auch mit der Combo echt gut. Ich hatte gerade, ja, wie ich euch hier vorher erzählt habe, habe ich euch vorhin irgendeinen Fisch gehabt, vielleicht auch eine große Forelle, vielleicht auch ein Hecht, der mir halt Köder abgebissen hat. Das ist natürlich ziemlich doof. Was passiert halt auch mal. Nochmal einen anderen Wobbler rangemacht, der liebt. Jetzt habe ich irgendwie diesen Jigspinner mir rangemacht. Der geht eigentlich ziemlich tief, ganz gut runter. Den kann ich auch ziemlich gut werfen hier. Und ja, jetzt gehe ich aber nochmal rein. Der raus ist im Wasser. Ah, es war schon mal ziemlich geil jetzt hier mit dem Saibling dem einen. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den direkt jetzt hier fange. Das war auf jeden Fall ein Erfolg.